Und der nächste Gast ist Wolfgang Meyer. Er führt sehr erfolgreich einen Online-Shop und einen stationären Laden. Das allerdings schon seit 17 Jahren beides parallel, womit er, glaube ich, ziemlich weit vorne ist. Wolfgang Meyer vom Musikalienhandel.de und Haus der Musik. Hallo. Auch hier erstmal ein Film. Das Haus der Musik wurde 1998 hier in Detmold gegründet. Detmold ist ein sehr, sehr guter Standort für ein Musikgeschäft. Durch die Hochschule, durch die Musiker, die einfach in Detmold wohnen. Hey, das ist ein Geschenk. Wir sind 9 Mitarbeiter hier im Laden. Ein großer Teil der Mitarbeiter arbeitet in der Instrumentenabteilung, Verkauf, Beratung. Jeder Mitarbeiter spielt mindestens 2-3 Instrumente, kann halt auch Nuancen rausfinden dann im Verkaufsgespräch, was dann die Schüler, die Lehrer möchten für ein Instrument, wo die Kunden Wert drauf legen, einfach wie es klingen soll, das Instrument. Ein großer Bereich ist natürlich die Notenabteilung. Dann haben wir eine Person, die in der Werkstatt tätig ist. Angefangen hat es hier in Detmold natürlich mit dem stationären Laden. Parallel haben wir dann gemerkt, dass einfach auch die Bücher, die Noten online sehr gut vertrieben werden können und haben dann gleich parallel angefangen, auch einen Webshop da aufzubauen. Dort hat es sich ergeben, dass einfach die Datenbanken schon von den ganzen Verlagen da waren und die Noten sich auch sehr viel leichter natürlich verschicken lassen. Unsere Kundschaft kommt natürlich für das Ladengeschäft, ist die hier in Detmold, Ostwestfalen-Lippe, erstmal angesiedelt. Im Onlinehandel sieht es dann so aus, dass wir einfach das ganze Bundesgebiet europaweit natürlich die Noten versenden. Die Personalführung, was das Ganze betrifft, ist einfach, dass jeder in seinem Fachgebiet, sei das Querflöte, Saxophon oder auch in der Notenabteilung, einfach selbstständig arbeiten kann, selbstständig entscheiden kann, welche Produkte jetzt vorangebracht werden sollen, welche Produkte jetzt gerade wirklich angesagt sind, und jeder kann auch das Sortiment mitgestalten. Dadurch, dass jeder eigenverantwortlich arbeitet, ist das eine sehr, sehr schöne Geschichte und es macht allen Spaß. Musik macht Spaß, so muss man es wirklich sagen. Ja, du hast einen wunderbar laufenden Laden. Detmold ist ein sehr, sehr guter Standort, da können Sie alle mal drüber nachdenken. Trotzdem hast du ganz früh schon angefangen mit dem Onlinehandel. Warum? Ja, ich fand das alles viel zu langweilig am Anfang. 1998, 99, gerade die Noten, damit haben wir angefangen, die waren so verstaubt. Das waren, ja, wenn man so in die Läden reingeguckt hat, war eigentlich langweilig. Und dann habe ich gesagt, wenn ich das mache, dann auf jeden Fall anders. Da wusste ich auch noch nicht genau wie, aber ich wusste, dass ich es anders mache. Und damals haben wir, weiß ich noch genau, 99, einfach habe ich die Website selber gebastelt, ein Notenheft reingestellt und einfach gesagt, wir verschenken das, gratis angeboten. Und dann hatten wir, also die Website bestand nur aus diesem einen Notenheft eigentlich. Wir schenken ihnen ein Notenheft, ich hatte einen Verlag, der mitgemacht hat, der hat mir 2000 Notenhefte geliefert, Werbeheft. Und dann haben wir am ersten Tag, glaube ich, 200 E-Mails gehabt, am zweiten Tag 500, dann hatten wir 2000 und konnten das gar nicht mehr abarbeiten. Jetzt muss man sich vorstellen, warum die da kamen. Damals konnte man bei, ich glaube, es hieß Geizhals oder so, geizhals.de, das war so Anfang, die Leute wollten ihre Schnäppchen machen, da hatten wir das eingestellt, also sonst wäre das super toll gewesen, wenn die so auf unsere Website gekommen sind. Nee, wir haben schon eine Seite genutzt, wo wir wussten, dass da die User sind, und dann hatten wir ein richtiges Problem, weil wir so viele Bestellungen hatten. Wir hatten keine EDV, wir hatten keine Daten, also wir hatten noch nichts, keine Warenwirtschaft, und da mussten wir mit umgehen. Das haben wir auch geschafft. 2000? Das waren im Endeffekt, glaube ich, 5000. Wir haben nochmal 3 nachbestellt, 3000 bei dem Verlag. Und jetzt überlegt man, wie das geht, wenn man die Software dazu nicht hat. Und da war der erste Punkt. Ich hatte damals ein Buch gelesen von Jeff Bezos, seine ersten Geschichten, und wusste, dass er am Anfang in Perl programmiert hat. Nur einfache, offene Programmiersprache.
die nicht kompliziert ist, die nicht kompiliert werden muss. Und dann habe ich einen Perl-Programmierer gesucht. Und der war auch bei uns in der Gegend gar nicht zu finden. Den habe ich in Essen gefunden damals. Und der hat mir dann das so programmiert, dass alle einzelnen Software-Module, die wir damals hatten, irgendwie über eine Intranet-Seite das so verarbeiten konnten, dass wir dann die Adressen hatten. Wir hatten die Instrumente. Wir fragten damals, was für ein Instrument die Leute spielen. Und konnten dann diese Daten zusammenbringen mit dieser Perl-Programmiersprache und haben dann die Dinger versendet und hatten auf einmal 5000 Kundendaten innerhalb von einer Woche. Das funktioniert übrigens immer noch. Wir haben das vor einem Jahr, also die alten Skripte gibt es immer noch. Wir haben zum Beispiel jetzt gerade aktuell was probiert mit einer kleinen Notenklammer, wie so eine Büroklammer, kleine Büroklammer, einfach reingestellt, Facebook, umsonst, geht immer. Hatte ich wieder 1000, da haben wir es rausgenommen, weil wir das, also es war einfach zu viel zu verarbeiten. Also wenn man weiß, wo die Leute sind im Netz, dann kann einen das sehr schnell erwischen. Und bei mir war halt einfach dieser Effekt, boah, was ist denn das? 5000 Leute, das ist wie so eine Autobahn, die da an uns vorbeiging, umsonst erstmal noch nicht monetarisiert, aber da müssen wir dabei bleiben. Ja, und da wart ihr auch ziemlich weit vorne und von da seid ihr losgegangen und habt erstmal Notenhandel aufgebaut. Das habt ihr alles selbst gebaut, damals gab es irgendwie noch keinen richtigen Shops, ihr seid auch bis heute, programmiert ihr alles selber, oder? Genau, das ist ganz, ganz wichtig, die Technologie im Unternehmen, da sprechen wir vielleicht gleich noch ein bisschen mehr drüber, aber wir haben vom ersten Zeitpunkt die Website selber gestrickt. Also da ist nie was zugekauft, das ist alles in offener Programmierung. In den ersten Jahren war das auch teuer, da habe ich das nämlich immer alles eingekauft. Ich will jetzt nicht zu weit springen, aber wir haben dann angefangen, diese Daten, also ich musste mir diese Technologie dazu kaufen. Und das waren am Schluss 20.000, 30.000 bis 50.000 im Jahr, die ich nur für diese Webprogrammierer da ausgegeben habe. Für ein kleines Musikgeschäft war das schon richtig viel. Da hatten wir ein Problem. Aber dann habe ich halt so, ich weiß nicht, ob ich das schon erzählen soll, aber 2007 so ein mega Sache erfahren, einfach bei einem Vortrag mit einem Tim Cole. Das ist so ein amerikanischer Internetguru. Ich weiß nicht, ob er bekannt ist, lebt in der Schweiz, macht viele Vorträge im Internetbereich. Und der hat damals erzählt, und das hat sich total eingebrannt bei mir, dass die alten Produktionsfaktoren aus der Volkswirtschaft, also Arbeit oder der Mensch, Kapital und Boden, wodurch die Produktivität entsteht, dass man umdenken muss und ein vierter Faktor Technologie dazu kommt. Also dieses alte Modell gilt nicht mehr, oder das ist seine These, dieser vierte Faktor Technologie muss in der Unternehmung integriert sein. Das kann man sich nicht dazu kaufen. Und das hat dann Klick gemacht. Da wusste ich genau, ich muss Technologie als Einzelhandelskaufmann oder als Kaufmann, das kann ich irgendwann nicht mehr bezahlen. Das ist so wichtig, ich brauche das in der Unternehmung. Und dann habe ich mich geöffnet, habe eine Webagentur, die damals für uns programmiert hat, denen habe ich das erzählt, habe meine Ideen erzählt und habe gesagt, wir können euch gar nicht mehr als Dienstleister haben, sondern wir müssen zusammen sein. Wollt ihr mit uns zusammen das machen, unsere Ideen verwirklichen? Und dann haben wir eine neue GmbH, also ausgegründet nochmal, eine hundertprozentige Tochter. Und da ist diese Webagentur mit drin. Und jetzt haben wir eine komplette Entwicklungsabteilung mit einem Forschungssitz an der Uni in Köln. Das ist die Firma Klickmeister. Der Sven Schäfermeier ist da einer der Geschäftsführer, auch Pastorensohn. Ich weiß auch nicht, ob uns das irgendwie verbindet. Ich bin auch Pastorensohn. Aber also das ist ein ganz wichtiger Faktor, dass wir das genutzt haben, uns zusammenzutun und diese Technologien und nicht mehr einkaufen müssen. Weil wir glauben, dass eine Unternehmung der Zukunft diesen Faktor Technologie inhärent, also in sich haben muss. Man muss das verstehen, auch als Chef muss ich verstehen, was da passiert mit Google, AdWords, den ganzen Nummernsystemen, wie komme ich dahin, Datenbanken. Das ist nicht mehr eingekauft, sondern das leben wir. Und das ist leider, oder auch, vielleicht ist das auch toll, weiß ich gar nicht, das ist so wichtig geworden, können wir gleich noch darüber sprechen, dass das normale Verkaufen, was wir da gerade gesehen haben, was so toll aussieht, fast schon ein bisschen unwichtig, will ich nicht sagen, aber... Der Laden funktioniert ja noch, oder? Der Laden ist ganz wichtig, das ist ein hybrides Modell, aber es ist erschreckend, wie gut das andere funktioniert, wenn man es gerade mal kurz verstanden hat. Oder dabei ist es zu verstehen. Auf der Seite passiert hier aber noch wesentlich mehr, als dass einfach nur verkauft wird. Also es gibt da Blogs, es gibt Leute, die sich da austauschen über alle möglichen Sachen. Es gibt kleine Filme, die einem wahnsinnig viel Zeit rauben und man kann trotzdem nicht aufhören, sie zu gucken. Es gibt also eine ganze Menge, was man heute so klassisch Kundenbindung nennt. Das hast du auch im Prinzip alles Learning by Doing entwickelt oder gab es da ein Konzept? Wie ist das gelaufen?
das ist, also wenn man das einmal versteht, dass das eine Chefsache ist, also Facebook ist Chefsache, ein Weblog ist Chefsache, das Kommunizieren ist Chefsache, ich kann das nicht an eine IT abgeben, dann fasziniert es einen so, mit den Kunden zu sprechen, dass ich halt auch die Nächte schreibe. Also ich seit 10 Jahren, glaube ich, gibt es das Weblog. Da kotze ich mich auch einfach aus. Also kann man richtig schön authentisch sein. Und das kann man ja nach außen tragen. Und das kann man unmöglich abgeben. Technologie kann man nicht abgeben und auch schon gar nicht die Kommunikation. Das ist bei uns so drin und das versuchen wir natürlich auf allen Kanälen. Und das ist schon jetzt nach den Jahren also echt spannend. Wirklich spannend, wenn wir einen Workshop machen. Für mich ist das eine Facebook-Anzeige und dann ist der Laden voll. Da gibt es keine Zeitung mehr, die verdient an Werbeanzeigen. Da wird nichts bezahlt für, weil das Netzwerk da ist. Morgen Abend haben wir bei uns im Laden eine asiatische Disco-Party, machen wir einen asiatischen Abend. Da räumen wir den ganzen Laden morgens aus. Abends sind da 350 Leute, Studenten. Und da werden wir Party machen. Und die sind nur aktiviert über Social Media. Früher hätte ich dafür vielleicht 800 Euro ausgeben müssen für eine Tageszeitungsdings oder 1000 Euro, weiß ich. Es läuft anders heutzutage. Und das ist super spannend. Es läuft aber nicht nur so. Es läuft natürlich auch im Laden mit Gesprächen, mit den Mitarbeitern. Das ist, ja, das sind ganz viele Kanäle, die man mit Freude bedienen kann. Du setzt ja aber auch deine Kunden durchaus als Mitarbeitende ein im Notenbereich. Ja. Vielleicht erklärst du mal, was ihr da macht. Das ist auch sehr, sehr spannend, weil wir dann diese Daten am Anfang hatten, diese Notendatenbanken. Stinkelangweilig. Und also wirklich, da gab es keine Bilder, da konnte man nicht reingucken. Und dann haben wir überlegt, das waren 450.000 Daten, die wir hatten und nicht besonders sinnerfüllt. Also da gab es einen Preis und vielleicht einen Titel, aber halt nicht, es gab nicht, zum Beispiel gab es keine Notenblätter, wo man reingucken kann. Und wenn ein Endkunde, also ein Musiker, die Noten sieht, dann sieht, kann ich spielen, das ist schwer, das ist leicht. Und bei 450.000 Artikeln kann ich das selber nicht stemmen. Da habe ich überlegt, wie mache ich das? Ich muss irgendwie einen Lastwagen mieten, neben den Verlagen, den Parken, große Scanner, die alle einscannen. Ich wollte die einscannen. Und das war aber personaltechnisch nicht machbar. Also ich habe angefragt bei den Verlagen, das einzuscannen. Immer eine Seite, nicht die ganzen Noten. War nicht dann. Und dann war die Zeit des Web 2.0, Mitmachweb und dann Wikipedia, die ganze Geschichte. Ist doch ganz einfach, wir lassen das unsere Kunden machen. Das ist auch heute noch ein ganz wichtiges Thema. Die Kunden laden bei uns die Notenseiten hoch. Die editieren die Texte, das heißt die Produkttexte. Ich veredle den Content, ganz wichtig für später Google, Double-Content-Geschichten. Und da haben wir dann in relativ kurzer Zeit über 70.000 Uploads von Kunden, die uns diese Notenbilder geben. Und die belohnen wir dafür auch. Also für jede Seite, die hochgeladen wird, gibt es 49 Cent. Für jeden Text, der für uns geschrieben wird, gibt es 1 Euro. Da gibt es so ein Redaktionssystem, weil natürlich auch viel Quatsch da hochgeladen wird, also obszöne Bilder, sag ich mal, gibt es da auch. Deswegen haben wir ein Redaktionssystem, gucken, das wird kontrolliert durch die Mitarbeiter, dann kommt es an die richtige Stelle. Und wenn heutzutage bei Google jemand ein Notenheft sucht, Richard Strauss, Intermezzo zum Beispiel, eine Oper, die relativ selten ist, werden nicht so viele kennen, dann landen, die wollen das natürlich alle kopieren, ist ja klar, die wollen ein PDF oder ein Bild von diesen Noten, damit sie es nicht kaufen müssen, aber dann erscheinen wir eigentlich bei diesen Produkten erstmal als Scanbild, weil ich das von irgendeinem Kunden habe, der das da hochgeladen hat. Und dann ist das eine Seite, er will natürlich das ganze Stück und kommt dann über das Bild auf unsere Website und dann verkauft es. Im besten Fall. Also. Das Erstaunliche ist ja, dass ihr das jetzt seit wie viel, 15 Jahren macht? 17 Jahre sind wir dabei. Ja, genau. Und das hat noch keiner nachgemacht, oder? Ja, das verstehe ich auch nicht, weil es so einfach ist. Also alles, was wir machen, kann jeder machen. Aber alle meckern. Alle meckern, sind in einer Lethargie verfallen. Alle haben Angst. Alle werden so erwischt von diesem Paradigmenwechsel, der ja da ist, dass sie handlungsinaktiv sind. Und wir versuchen das halt einfach umzudrehen. Wir versuchen da immer die Energie und die Möglichkeiten draus zu sehen. Wenn man es als Paradigmensprung, also ein wirklich komplette Denkweisenänderung sieht, dann haben wir gerade kein Problem, sondern wir haben einfach einen Sprung von einer generellen Denkweise. Und dann macht das richtig Spaß, nicht mehr dieser Kutscher zu sein, sondern die Kutsche immer noch schöner zu machen. Die Eisenbahn gibt es da schon, ja, und dann mache ich noch Sonntagöffnungszeiten und lange Donnerstage und das ist alles nur eine Veredelung von, oder Erlebnisshopping ist für mich alles nur eine schöner gemachte Kutsche, damit vielleicht noch einer Kutsche fährt bei mir, aber dieser Zug, der ist die ganze Zeit schon da und wir versuchen halt irgendwie den Zug in diesem Paradigmenwechsel zu erwischen,
Und das noch Schönere bei unserem aktuellen Projekt mit dem virtuellen Verkaufslagern, ich weiß nicht, ob wir da noch detailliert drüber sprechen können, ist, dass wir dann nicht diese alte Dampflokomotive nehmen, weil das ist ein fataler Fehler, wenn jetzt alle einfach nur irgendwelche Online-Logistikzentren irgendwo hinsetzen. Das ist für mich die Dampflok, die da gekommen ist. Sondern vielleicht schon die Elektrolok sehen oder den ICE oder das kleine E-Auto, was die Ware nach Hause bringt. Ja? Also in dem Paradigmensprung gibt es natürlich auch nochmal ganz viele Entwicklungen. Und da können diese kleinen Fachhändler, wir können da so wertvolle Arbeit leisten, weil wir ja diesen Kundenzugang haben. Und da sehen wir diese großen Online-Giganten wie Amazon, Zalando und in unserer Branche gibt es auch einen sehr, sehr großen Riesen. Das sehen wir gar nicht als Bedrohung, sondern wir sehen, dass die ein Riesenproblem haben. Die haben diese Riesenlager in die Welt gesetzt und die müssen die ja jetzt auch, das muss ja laufen, aus den Lagern muss das ja rausgeschickt werden. Und wir brauchen das gar nicht. Wir haben unsere Lieferantenhersteller, die haben die Lager, wir haben wunderbare Schnittstellen, die man programmieren kann, damit die liefern, Dropshipping und diese ganzen Geschichten und wissen auch, wie wir unsere Daten dahin kriegen, ohne dass wir die Bilder hochladen, ohne dass wir die Texte schreiben. Also man kann ganz schlau diese Energie umdrehen. Man hat keine Angst mehr vor den großen Online-Lagern, sondern diese Lager, man fühlt, das wäre das Grab dieser Riesen. Also die haben sich ihr eigenes Grab geschaufelt. Ja. Also ihr verkauft ja jetzt auch Online-Instrumente. Bei Noten ist es klar, das ist im Prinzip wie Bücher. Wie läuft das denn mit den Instrumenten? Genau. Ja, da muss man einfach real sehen, und unser Markt ist sehr, sehr klein. Wir haben 1,25 Milliarden ungefähr, ist dieser insgesamt der Musikmarkt, sind so 6-7% in Deutschland, die Musik machen. Und wir haben dann einen riesen musikalischen Zalando, ich will jetzt nicht Leute einzeln nennen, aber die machen dann 500, 600 Millionen, also über 50% Marktanteil und beherrschen diesen Markt. Und alle anderen versuchen es entweder nachzumachen, gehen dabei wahrscheinlich drauf, würde ich mal sagen, oder haben keine Ideen und gehen da wahrscheinlich auch bei drauf. Also ich sehe wirklich den Tod dieser Geschäfte, wenn die nicht die Technologie mit in sich haben oder in sich führen oder verstehen vor allen Dingen. Und wir setzen halt da bei diesen virtuellen Lagern an. Wir haben jetzt zum Beispiel als erster Händler in Europa einen Großhändler, der da sich für geöffnet hat. Der Handel, also die Partner müssen sich ja auch öffnen. Und es gibt nur einen bei uns, der das gemacht hat. Die ganz großen Schiffe verstehen gerade noch gar nicht, was wir machen. Bis in die obersten Etagen verstehen sie es nicht. Und da haben wir einfach 30.000 Daten gekriegt. Also direkten Zugriff auf das Lager, Bilder, Texte, Preise. Und haben einfach jetzt mit diesen Daten, weil wir damit umgehen können, weil wir die Technologie verstehen, haben die jetzt im Google-Strom drin, nenne ich mal. Sei es organisch oder bezahlt. Das ist sehr detailliert, können wir noch viel darüber erzählen. Und jetzt stelle ich die Google-Schraube an und habe Umsatz. Stelle ich sie wieder ab, habe ich keinen Umsatz. Und das ist ein bisschen krass als Kaufmann. Also letzte Woche haben wir, oder vor zwei Wochen haben wir ein Produkt verkauft, ein neues Instrument, was wirklich neu auf dem Markt ist, 10-mal verkauft. Das kannten wir noch gar nicht. Ich kannte das noch nicht. Über Nacht haben die Kunden das bestellt und die ganzen Mitbewerber hatten das Produkt auch noch nicht, weil die das halt noch nicht eingepflegt hatten. Bei uns ist es aber über die Technologie in den Shop reingeflossen. Die Kunden haben das schon bestellt und haben die am nächsten Morgen gesagt, was verkaufen wir hier eigentlich? So eine Art Vuvuzela, das ist so eine Posaune, Trompeten, Kunststoffinstrument für vierjährige Kinder. Zwei Tage später kam erst der Außendienst, hat mir das vorgestellt, habe ich gesagt, kenne ich schon, habe ich schon verkauft. Das heißt, die Technologie war viel, viel wichtiger als das, was wir kaufmännisch sonst machen. Wir kennen ja unser Produkt und dann stellen wir das dahin, das ist ein tolles Produkt, ein super Preis, 20% Rabatt, bla bla bla. Aber da war die Technologie viel, viel wichtiger als das, was wir sonst gemacht haben. Und das ist super spannend. Das sind die Antilopen. Das ist super spannend. Ich weiß auch, dass ich mich da, ich versuche immer auch, dass wir uns öffnen, weil, und das ist ganz wichtig dabei, wir wollen gar keinen verdrängen. Oft ist das so bei den großen Online-Händlern, die wollen halt die anderen, ist ein Überlebensding, eigentlich kaputt machen, indem sie immer weiter wachsen. Nehmen wir den Mark Samba von Zalando. Ich sage es, weil es ist so einfach so. Und bei unserem Ansatz ist es so, dass ich mir einfach wünsche, dass alle Fachhändler das auch machen, wenn das 50 Läden machen, und dadurch wieder 5% plus machen im Jahr und nicht 7 oder 10% minus, wie das die letzten 3-4 Jahre gelaufen ist bei uns im Einzelhandel in unserer Sparte. Ich denke bei Ihnen vielleicht auch. Dann haben wir ein mega Gegengewicht gegen diese Online-Giganten, die da gewachsen sind die letzten 20 Jahre. Wenn die kleinen, flexiblen Händler diese Technologie nutzen, dann haben wir also nicht nur eine Möglichkeit, dann sehen diese Online-Giganten richtig alt aus. Die kriegen gerade richtig Schiss und die Energie brauchen wir auch. Und ja, das
Das macht Spaß. Deswegen, man muss auch nichts verheimlichen. Ich erzähle immer alles. Da fragen immer ganz viele, warum erzählst du das alles? Also es klingt alles sehr, sehr gut, aber ich muss dann trotzdem fragen, wenn das alles so gut läuft, schaffen Sie gerade die Arbeitsplätze Ihrer Angestellten ab? Wissen Sie, dass Sie demnächst irgendwie online reich werden? Nee, das ist genau andersrum. Weil die letzten Jahre sind so schlecht im Einzelhandel gelaufen, dass alle gerade überlegen, wie viele Leute sie entlassen. Weil es nämlich richtig, richtig eng wird gerade. Weil dieser Paradigmenwechsel so schnell geht, oder einige haben es noch gar nicht gemerkt, dass sie ein Problem haben. Die haben dann Immobilien aus den 80er Jahren, viel Geld verdient, ja, und dann merkt man das erst ganz, ganz spät. Also wir haben generell schon alle ein Problem, die Angestellten überhaupt zu halten, würde ich jetzt mal so sagen, im normalen Vereinzelhandel. Und mit diesen neuen Ideen und den neuen Produkten und der Hilfe der Lieferanten, also die alten Handelswege werden gestärkt, die Lieferanten, weil die haben ja auch Angst vor diesen Online-Giganten. Es gibt bei uns keinen Hersteller oder Lieferanten, nur einen, der noch größer ist als dieser Online-Händler. Ein Einzelhandel. Also der Großhandel ist kleiner und die Hersteller sind auch schon kleiner. Die haben also auch alle Schiss. Und wenn wir uns jetzt mit einer guten Technologie wieder verbinden, dann profitieren wir ja alle davon. Und dann stärken wir natürlich den Einzelhandel in den Innenstädten. Das muss nicht draußen sein, wo Logistiktrends entstehen, sondern wir sind mitten in der Stadt und da bleiben wir auch. Also ich will da keine Pakete verschicken. Wir verschicken auch Pakete, viele bei uns, aber in der Endphase dieser Idee oder dieses Projektes werden die Pakete natürlich aus dem Hamburger Freihandel, den gibt es nicht mehr, aber von Yamaha direkt aus Hamburg zum Kunden geschickt oder von der GEWA aus dem Markt Neukirchen direkt zum Kunden geschickt oder auch von der Musikmeier-Firma aus Marburg direkt zum Kunden geschickt, wenn der Kunde das so wünscht. Die anderen Kanäle bleiben auch alle. Es ist nicht immer eine Oder-Verknüpfung, sondern diese Und-Verknüpfung ist so wichtig. Wir Menschen denken oft, das eine ist jetzt, oh, da machen wir alle das andere jetzt. Aber das brauchen wir gar nicht. Wir können alles so machen, wir müssen nur eine Und-Verknüpfung noch. Das nehmen wir auch noch dazu. Oder nehmen das, damit das Alte noch wieder stärker wird. Die Und-Verknüpfung, sehr schön. Da könnten wir jetzt noch Stunden drüber reden, das machst du wahrscheinlich nachher noch, aber jetzt machen wir noch was ganz anderes. Du bist nämlich nicht nur Händler, eigentlich bist du sogar eigentlich in zweiter Linie Händler, in erster Linie bist du Musiker. Ja, ich weiß nicht, also ich bin Musiker gewesen, also ich fühle mich immer mehr als Händler, aber ich kann halt auch Musik machen, ja. Man muss es ja verstehen, ich meine, die anderen können ja auch Uhren, ich denke mal, ihr könnt die Uhren auch irgendwie bauen, wenn ihr sie vertreibt, hoffe ich. Also wir machen halt Musik, wenn wir Musik verkaufen. Und du wirst jetzt also noch ein bisschen Musik für uns machen, zusammen mit Thomas Quasthoff, den hier sicherlich...